sé que aún me queda una oportunidad. Der Flug führte von Wien nach Amsterdam und von dort nonstop nach Caracas. Die Stadt wurde offiziell am 25. Juli 1567 gegründet. Heute hat Caracas 6 Millionen Einwohner und ist das politische, wirtschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Zentrum des Landes. Das Kapitol wurde 1870 erbaut. Unverwechselbar ist das Gebäude durch seine weithin leuchtende goldene Kuppel. Im Inneren kann man den Salon Elliptico, in dem das Gemälde der Schlacht von Carabobo zu sehen ist, besuchen. Unzufriedenheit mit der spanischen Zentralregierung führte zu Aufständen und die Schlacht von Carabobo war die große entscheidende Schlacht für die endgültige Freiheit Venezuelas. Im historischen Zentrum liegt die Plaza Bolívar, allerdings ist nicht mehr viel von der einstigen kolonialen Schönheit dort zu sehen. Einige Bäume und Straßenmusiker verleihen dem Ort eine angenehme Atmosphäre. Schon in der Gründungszeit war die Plaza das Zentrum und diente lange Zeit als Marktplatz. Nicht weit entfernt steht das Geburtshaus von Simon Bolivar. Obwohl es an der Originalstelle steht, ist es doch ein Neubau. Der Diktator Gomez gab Anfang des 20. Jahrhunderts den Auftrag dazu. Faszinierend ist in Caracas das direkte Nebeneinander von alten Kolonialbauten und modernsten Hochhäusern. Nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges dehnte sich die Stadt explosionsartig aus. Der Moloch Caracas überwucherte die Vorstädte und befiel wie ein Krebsgeschwür auch die um das Tal liegenden Berge. Von Caracas ging es mit dem Flugzeug Richtung Süden nach Ciudad Bolívar. Von dort fuhren wir mit Geländefahrzeugen weiter. Nach 6 Stunden ziemlich eintöniger Fahrt erreichten wir San Isidro. Direkt hinter dem Ort beginnt der fast 40 Kilometer lange Anstieg in die 1000 Meter Höhe gelegene Gran Sabana. Diese Steigung wird La Escalera, die Treppe, genannt. Die Straße windet sich durch dichten Dschungel immer weiter hinauf. Die Gran Sabana hat ein angenehmes, kühles Klima. Tagsüber herrschen Temperaturen von ca. 25 Grad, in der Nacht wird es empfindlich kühl. Das Land ist kaum bewohnt und noch weitgehend unerschlossen. Die Nacht verbrachten wir in einem Gemeinschaftslager und es war sehr angenehm, sich mittels eines selber mitgebrachten Moskitonetzes gegen die diversen Spinnen, Käfer und sonstigen Insekten schützen zu können. Weit entfernt von jeder Zivilisation führt die sogenannte Straße weiter zu dem Indianerdorf Paraitepui. Die Pemon-Indianer leben auf das ganze Gebiet der Gran Sabana verteilt. Ihre rund 300 Siedlungen beherbergen nicht ganz 11.000 Pemonern. Die gigantischen Tafelberge oder Tepuis sind ohne Zweifel der beeindruckendste Teil der Gran Sabana. Das Gebirge ist fast 2 Milliarden Jahre alt. Im Laufe der Zeit haben durch Absenkung und Abtragung nur die widerstandsfähigsten Gesteine, eben die Tepuis, überdauert. Der höchste Tepui der Gran Sabana ist der Roraima mit fast 3000 Metern. Ab Paratepui gibt es keine Straße mehr. Von nun an ging es zu Fuß weiter. Am ersten Tag bis zu einem Lager am Kukenan-Fluss, am zweiten Tag bis zum Basislager, am dritten Tag erfolgte die tatsächliche Besteigung, am vierten Tag die Erkundung des Plateaus und am fünften Tag der Abstieg und Weitermarsch bis zum Lager am Rio Tec und am sechsten Tag zurück nach Paratepui, wo die Geländefahrzeuge warteten. Die Gran Sabana ist von mehreren kleineren und größeren Flüssen durchzogen. Entlang der Flussläufe hat sich dichte Dschungelvegetation gebildet. Hat man diese durchquert, öffnet sich wieder unendlich weit die Savanne.
In der Ferne liegt der Roraima. Er wurde Ende des 19. Jahrhunderts das erste Mal bestiegen. Weiter quälten wir uns abwechselnd durch dichten Dschungel und offene Savanne und wurden dort, wo es Wasser gab, von unzähligen Sandfliegen geplagt. Nach 7 Stunden reiner Gehzeit erreichten wir den Kukenan-Fluss, der noch überquert werden musste. Da Regenzeit war, führte der Fluss relativ viel Wasser, was bedeutete, dass wir an den tiefsten Stellen bis zur Hüfte im Wasser standen und Mühe hatten, nicht umgerissen zu werden. Zur Belohnung konnten wir von unserem Lagerplatz aus das mittlerweile doch etwas näher gerückte Roraima-Massiv von herrlicher Abendsonne beleuchtet betrachten. Am nächsten Tag ging es ausnahmslos bergauf in Richtung Felswand, um dort das Basislager zu errichten. Ab und zu gönnt man sich auch einen Blick zurück, um zu sehen, was man bereits geleistet hat. Die Formenvielfalt der Orchideenblüten ist faszinierend. Das Ergebnis einer langen Koevolution, wie die Biologen sagen, eines schöpferischen Wechselspieles zwischen Pflanzen und Tieren. Die Form und Funktion jeder Blüte ist auf die Gestalt, ja selbst auf das Verhalten einer speziellen Insektenart abgestimmt, die sie bestäubt. Die Roraima-Besteigung bietet technisch keine wirklich großen Schwierigkeiten, dennoch gibt es einige Faktoren, die das Unternehmen unangenehm machen können. Die unzähligen Sandfliegen habe ich bereits erwähnt. Außerdem gibt es in der Gran Sabana weit und breit keine Bäume, was bedeutet, dass man bei klarem Wetter der hier überaus starken Sonnenstrahlung ungeschützt ausgesetzt ist. Das Wetter ist auch sehr launisch. Innerhalb von Minuten kann es in Dauerregen umschlagen. Nachts sinken die Temperaturen bis zum Gefrierpunkt. Es ist also guter Sonnenschutz, Regenschutz, warme Kleidung, guter Schlafsack und Insektenschutz sowie körperliche Fitness unerlässlich. Die Nacht am Fuße der Wand verbrachten wir etwas unruhig in Erwartung all der Dinge, die uns die nächsten 2 Tage bringen würden. Der Aufstieg selber ist, ohne dass man eine komplette Kletterausrüstung dabei hat, nur an einer einzigen Stelle möglich. Dort befindet sich eine natürliche Rampe. Vom Basiscamp am Fuße des Bergmassivs beginnt ein 5-stündiger, steiler und kräftezehrender Anstieg bis zum Plateau. Zunächst führt der Weg durch dichten Dschungel. Es handelt sich jedoch nicht etwa um einen schönen Weg, sondern man stolpert über Wurzeln und muss dauernd über Baumstämme und riesige Felsbrocken hinwegkratzen. Der Weg wird zunehmend steiler und führt direkt in die Wolken. Es beginnt zu regnen. Stellenweise ist der Untergrund so schlüpfrig, dass man nur auf allen Vieren vorankommt. Es riecht nach Moder, süßlich, schwer und aufdringlich. 3-4 Meter, die man mühsam hochgeklettert ist, rutscht man auf glitschig bemoosten Felsen wieder hinunter. Auf der Suche nach Halt greift man in die dichte Pflanzenmasse links und rechts und reißt sich die Hände an dornigen Lianen blutig. Die Wurzeln der Bäume klammern sich um herabgestürzte Felsbrocken, während ihre Äste Wachstumsplattformen für Farne, Moose, Orchideen und Bromelien sind. Der Wald endet am Fuß der senkrechten Felswand, deren Oberkante in dichten Wolken ist. Mit ihrer horizontalen Schichtung, den senkrechten Erosionsrunden und aufsitzenden rot-schwarzen Platten metallischer Gesteinsverbindungen mutet die Wand an wie eine gewaltige, gepanzerte Festung. Wir kletterten über bewucherte Felssimse höher und höher. Aus Rissen und Löchern in der Wand schießt Wasser wie aus einer dicken Leitung hervor. Auch von oben, von der regenverhangenen Kante des Plateaus, stürzen Kaskaden auf uns herab. Immer wieder signalisieren dumpfe Aufschläge im Pflanzenwerk unter uns, dass die strömenden Wasser Gesteinsbrocken mit in die Tiefe reißen. Endlich war es geschafft. Was man am Gipfel erblickt, scheint einem wahren Albtraum entsprungen zu sein. Als wäre es ein Steinbaukasten von Zyklopen, türmen sich Felsblöcke und Zinnen jeder Größe und Form aufeinander. Sturm peitschte uns eiskalten Regen ins Gesicht. Die fremde Flora einer isolierten Welt. 70% aller Pflanzen auf den Tepuis sind endemisch, das heißt, sie wachsen nur hier und sonst nirgendwo. Es gibt nur einen guten Platz, genannt El Hotel, auf dem ein Zelt aufgestellt werden kann. Diese sandige Fläche wird von einem Fels schützend überdeckt. Thank you.
Der Blick vom Plateau aus über die Gran Savana ist überwältigend. Häufig aufkommender Nebel im Wechselspiel mit den durch die Wolken dringenden Sonnenstrahlen erfüllt die Szenerie mit Mystik. Unvorstellbar geformte schwarze Felsen, kleine Bäche und Schluchten präsentieren eine Ansicht, wie man sie niemals zuvor gesehen hat. Das Gelände wird immer wilder. Ohne indianischen Führer ist man hier rettungslos verloren. Aber dann tritt man in ein Tal, das einen Glauben macht, man sei in ein Märchen versetzt. Der Grund besteht stellenweise aus den schönsten weißen und rosa Bergkristallen. Gleich tonnenweise liegen die Kostbarkeiten umher. Der venezolanische Wissenschaftler Charles Carias, der diesen Teil auf einer seiner vielen Expeditionen 1976 entdeckte, gab ihm den schönen Namen Valle de los Cristales, das Tal der Kristalle. Vor allem Botaniker interessieren sich für das auf der Welt einmalige Pflanzenleben. Auf dem kahlen, wasserüberfluteten Felsplateau des Roraima-Tepuis bilden Pflanzengemeinschaften kleine Oasen. Pioniere sind Krustenflechten, denen humusbildende Moose folgen. In ihnen siedeln sich höher entwickelte Pflanzen an. Die Fangtrichter der Helia-Amphora, der fleischfressenden Sonnenamphoren, lauern auf Insekten. Das Gebilde lockt mit seinem leuchtenden Rot und mit duftenden Sekreten Insekten an, die jedoch auf dem spiegelglatten Kannenrand schnell den Halt verlieren, in die wassergefüllte Kanne stürzen und ertrinken. Wir verbrachten zwei Nächte hier oben und streiften einen ganzen Tag durch diese Landschaft. Frühmorgens begann dann der noch beschwerlichere Abstieg vom Plateau. Äußerst vorsichtig kletterten wir die steilen Felsen wieder hinunter. Aber an diesem Tag musste auch noch eine weite Strecke in die Gran Savana zurückgelegt werden. Stunden später blickten wir andächtig zu dem gewaltigen Massiv zurück, das wir bestiegen hatten. Nachdem wir noch zwei Flüsse überquert hatten, erreichten wir nach 8 Stunden Gehzeit todmüde den Platz, wo wir das Lager errichteten. Am nächsten Tag führte eine nur 4 Stunden dauernde Wanderung weiter nach Paratepui, wo die Geländefahrzeuge und ein Zamatukan warteten. Nach einem kleinen Imbiss ging es gleich weiter nach Kama Meru. Über 2 nebeneinander liegende Wasserfälle stürzte Rio Kama ungefähr 60 Meter in die Tiefe. Auf der Weiterfahrt war das Wetter nicht sehr schön und in der Ferne zog ein Tornado vorbei. Nach 4 Stunden Autofahrt über holprige Pisten erreicht man die Missionsstation Kawanayen. Hier gibt es auch einen sogenannten Flughafen, von dem aus uns die über Funk organisierten kleinen einmotorigen Maschinen abholten. Der Flug führt ca. 30 Minuten über dichtes Dschungelgebiet. Wenn man diese Strecke zu Fuß zurücklegen wollte,
würde dies circa eine Woche mühsamen Fußmarsches bedeuten. Wir landeten bei dem Indianerdorf Kavak, dessen Rundbauten malerisch vor den schroffen Wänden des Auyan-Tepuis liegen, welcher sich leider hinter Wolken verbarg. Die Landschaft rund um Kavak ist fantastisch. In der Nähe sind einige Wasserfälle und die Schlucht des Rio Kavak. In dem dichten Dschungel findet man jede Menge von Baumtermiten. Die Färbung vieler Flüsse mag dazu beigetragen haben, dass hier die Legende von Eldorado angesiedelt wurde. Humusstoffe verleihen dem Wasser den goldenen Glanz und lassen die Kiesel am Grund wie Nuggets erscheinen. In den Indianerrundhütten schläft man am besten in Hängematten. Einige Kilometer entfernt befindet sich das Indianerdorf Camarata. Von hier aus startete die mehrtägige Bootsfahrt durch den Dschungel. Die Fahrt führt den Rio Acanan und den Rio Carao flussabwärts und dann den Rio Churum bis zum Salto Angel, dem höchsten Wasserfall der Welt. Die sogenannten Camps sind lediglich Lichtungen im Dschungel, wo von den Indianern ein Dach aus Palmblättern als Regenschutz aufgestellt wurde. Zwischen den Pfosten werden die Hängematten gespannt und man schläft sicher und gemütlich unter den Moskitonetzen. Oft ging es in halsbrecherischem Tempo über Stromschnellen, dann auch wieder in ruhigerem Wasser, aber immer zwischen den hohen Wänden der Tepuis. Selten trifft man auf gerodete Waldstücke, wo sich eine Indianerfamilie eingerichtet hat. Die Indianer leben vom Fischfang und den sogenannten Plantagen, in denen sie Maniok, Ananas und andere Dinge pflanzen. Die Abende im Camp erinnern an Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Der Rio Carao ist ein sogenannter Schwarzwasserfluss, dessen Fluten unter Wolkenbedeckung düster aussehen. Wenn aber die Sonnenstrahlen wie Lichtpfeile in das dunkle und doch klare Wasser dringen, leuchtet es auf wie goldfarbener Tee. Sauberer kann Wasser nicht sein. Es ist so rein wie destilliert. Der Carao ist ein Hungerfluss, das heißt, ihm fehlen jegliche Nährstoffe. Eine grandiose Szenerie tut sich vor uns auf. In den Windungen des Flusses entstehen immer neue Bilder, immer neue Ausblicke auf die von Canyons zernagte, kilometerhohe Felswand des Tepuy. Die Flüsse sind auch der einzig mögliche Verkehrsweg, da die Landschaft rundherum von undurchdringlichem Dschungel bedeckt ist.
Erst 1936 entdeckte Jimmy Angel, ein Busch-Pilot, der die Diamantensucher im Süden mit Proviant belieferte, den Wasserfall. Doch niemand wollte von seiner Entdeckung Notiz nehmen. So beschloss er mit ein paar Begleitern eine spektakuläre Landung auf dem Plateau des Auyantepui. Diese glückte, doch war ein Start nicht mehr möglich, da sein Flugzeug im Sumpf stecken geblieben war. In einem 11-tägigen Abstieg erreichten die Gestrandeten die Zivilisation. Nun hatte die ganze Welt auf spektakuläre Weise von dem Wasserfall erfahren, der fortan Salto Angel hieß. Über die genaue Höhe gibt es unterschiedliche Angaben. Wie hoch auch immer, er ist 15 Mal höher als die Niagara-Fälle und der höchste der Welt. Da sind sich alle einig. Bevor man allerdings so nahe an den Wasserfall herankommt, muss man 2,5 Stunden durch den Dschungel marschieren. Nachdem man über Wurzeln gestolpert, mit dem Kopf gegen niedrige Äste gestoßen, etliche Male auf dem feuchten Boden ausgerutscht, von Moskitos gebissen, völlig außer Atem, aber glücklich ist, erreicht man einen Aussichtspunkt, von dem aus man den Fall in seiner ganzen Mächtigkeit bewundern kann. Die Wassermassen des Falls ergießen sich nicht über den Rand des Plateaus, sie schießen mit hohem Druck aus Spalten und Löchern 30 bis 50 Meter unterhalb der Felskante hervor. Die Wasser des Salto Angel zerstäuben auf ihrem langen Weg in die Tiefe und hüllen den Wald in einen feinen Nebel. Doch der feine Niederschlag sammelt sich wieder zu einem reißenden, lärmenden Strom. Im Land der Regenbogen. Dieses Schauspiel über den gewaltigen Canyon des Rio Churun vollzieht sich während der Regenzeit täglich im Wechsel zwischen Sonne und schweren Gewittern. Nach einer weiteren Übernachtung im Dschungel ging es an vielen Wasserfällen vorbei weiter flussabwärts. Der Fluss fließt hier ruhiger und wird auch breiter. Die Ruhe täuscht jedoch und ganz plötzlich findet man sich vor den Saltos Jaja. Der Rio Carao fällt über 7 nebeneinander liegende Wasserfälle in die Lagune von Canaima. Mit den Jaja-Fällen und Tafelbergen im Hintergrund ist das Baden hier ein wahres Vergnügen. Nachdem Canaima ein touristisches Zentrum ist, gibt es auch hier wieder einen Flughafen. Wir trafen wieder die von uns gecharterten Flugzeuge und flogen nach einer Ehrenrunde über die Jaja-Fälle Richtung Norden. In Venezuela gibt es viele Minen, in denen Bauxit, Eisenerz und Gold abgebaut wird. Der Landeanflug am Flughafen Ciudad Bolivar war aufgrund des schlechten Wetters etwas abenteuerlich. Doch wie in den Tropen üblich, wechselt das Wetter abrupt wieder zu strahlendem Sonnenschein. Mit dem Bus fuhren wir weiter nach Norden, überquerten den Orinoco und kamen nach etlichen Stunden an die Karibikküste nach Tacarigua. Die Lagune de Tacarigua ist eine der größten Lagunen an der Küste. Hier ist die Heimat von vielen interessanten Vogelarten. Das Hotel liegt direkt am Meer und kann aufgrund der Mangrovenwälder nur mit einem Boot erreicht werden. Langsam fährt man durch den dichten Mangrovenwald.
Nach einem tunnelartigen Durchbruch erreicht man eine sandige Ebene mit Tümpeln, die von dem letzten Regenguss herrühren. Hier gibt es unzählige Winkerkrabben. Kurz darauf erreicht man die direkt am Karibikstrand gelegene Hotelanlage. Die Zimmer dort sind einfach, aber sauber. Der Blick vom Balkon des Zimmers aus erinnert daran, dass man tatsächlich auf Urlaub ist. Am späten Nachmittag kann man mit dem Boot Ausflüge unternehmen, um die Vogelwelt zu beobachten. Es wimmelt geradezu von Reihern, roten Ibissen, Pelikanen und vielen anderen Vögeln. Eine herrliche Abendstimmung beendete diesen Tag, der allerdings noch eine Überraschung bringen sollte. Aufgrund des allabendlichen starken Regens machte sich im Speisesaal eine junge Boa gemütlich. Am letzten Tag konnten wir noch die gepflegte Anlage genießen. Dann musste wieder die gesamte Ausrüstung zusammengepackt werden. Noch ein kurzer Überblick über die Reiseroute. Mit dem Flugzeug von Caracas nach Ciudad Bolivar, mit dem Geländewagen die Straße über La Escaliera in die Gran Savana und von hier bis Paratipuy, dem Indianerdorf. Von dort zu Fuß auf den Monte Roraima. Dann mit dem Geländewagen weiter nach Cavanayen, der Missionsstation. Von dort mit dem Flugzeug nach Cavac und von dem Nachbarort Camarata mit den Booten durch den Dschungel am Auyantepui vorbei zum Angel Fall. Und von dort weiter nach Canaima. Von Canaima mit dem Flugzeug nach Ciudad Bolivar und von dort mit dem Auto an die Karibikküste nach Tacarigua. Nach einem kurzen Badeaufenthalt zurück nach Caracas.